So, jetzt aber zur Eule. So. Gut. Das war daneben. Das war auch daneben. Nein. Und wir landen. Gut. Ein Ausgangspunkt. Hernach und für alle Zeit. Okay, damit haben wir das nicht gelöst, weil da immer noch so ein Block ist. Aber wir haben schon mal die vorletzte Eule. Ups. Und einen Abflug gemacht. So, das heißt wieder nach da oben den Text fertig übersetzen. Vielleicht gibt der uns ja einen Hinweis darauf, was es mit den Säulen auf sich hat. Das war wieder schlecht getimt. Nein. Absturz. Das geht nämlich schneller. So. Ernsthaft? So, dankeschön. Trapped in sind wir jetzt gerade stehen geblieben. So. Trapped in. Wahrscheinlich ein A, oder? Jo, ein A. Trapped in A. Das ist ein F. F. In der F. E. F. E. Und was ist das letzte? Trapped in a Fess. Okay. Das letzte Wort. Wieder ein F. F. A. Ja, das C, das C ist... Das C sieht aus wie ein C, das hatten wir ja schon mal. Fack. Das ist jetzt ein Joke-Satz, oder? Ja, Factory kommt da nämlich raus. Das letzte ist Y. Mhm. Help trapped in a face factory. Also, Fass Factory. Ernsthaft. Ernsthaft? Habt ihr irgendwas damit zu tun, weil ihr seid wieder so viele? Und ich sehe gerade, dass da auch was steht. Ja, müssen wir jetzt nur noch entziffern. Versuchen wir es mal wieder von dem Sichtpunkt aus, von oben nach unten. Wo ist meine Vorlageschablone? Da ist sie. Ein A. Dann einmal springen. Dann ein D. Hoch. Runter. Ein A. Ein D. Und nochmal springen. Sag mir jetzt bloß, dass das die Lösung für die Säule hier ist.
Na gut, die Säule sieht doch so aus, als ob man von hier aus glotzen soll. A, springen. D, hoch, runter. A, D, springen. Tatsache. Ich hätte mich nur das letzte Mal ordentlich umsehen sollen, als ich bei der anderen Säule stand. Damit haben wir auch das abgeschlossen. Cool. Ich würde mal sagen, wir machen erst hier oben fertig, wollte ich schon sagen. Aber das können wir vergessen. Außer es gibt hier eine Eule. Warte mal, kann ich von hier aus in meiner Heimat? Das ist nicht meine Heimat. Das ist meine Heimat. Ja, das hier wäre das richtige Zimmer. Weil hier sehe ich auf jeden Fall auch eine Eule. Aber ich glaube, die Eule haben wir schon. Wir können ja mal gucken, ob auf all den Dingern Eulen abgebildet sind, wo wir Eulen herbekommen. Hier bin ich gerade. Oder sind wir gerade? Ja, da ist das Teleskop. Da müssten wir auch bei Nacht hin. Also hier ist die Eule abgebildet, auf jeden Fall. Naja, viel mehr Auswahlmöglichkeiten gibt es nicht. Weil hier ist zum Beispiel keine Eule abgebildet. Wo war denn noch eine Eule? War hier beim Wasserfall, war glaube ich auch eine. Also ja, ich würde mal sagen, ich gehe jetzt hier runter wieder. Ganz runter bis zum Nexus. Vom Nexus aus zum Leuchtturm. Und vom Leuchtturm aus porte ich mich dann wieder zurück. Weil jetzt können wir ja die Säulenrätsel, die wir haben, machen. So. Das war nicht so gut. Ah, wir haben es aber geschafft zu überleben. Das haben wir nicht überlebt. Das auch nicht. So, überleben wir das? Ja. Gut, das hier ist die nächste Säule. Ich frage mich, was das ist. Ja. Oh, da ist diesmal das Rätsel. Ja, von hier aus erkenne ich es nicht so gut. Aber von hier aus müsste ich es erkennen. Hallo, Rätsel. Ja, nerviges Rauschen. Ich sollte mich einfach draufstellen. Das Problem ist, von hier aus sehe ich nicht, in welche Richtung ich blicken muss. So, in diese Richtung. Also das wäre rechts. D. Links. A, links, hoch, runter und springen. Okay.
Na gut, hier sehen wir auch nicht wirklich, sehen wir auch keinen Himmel, deswegen hätte es gar nicht nach den Himmelsmustern gehen können. Also. Links D. Rechts D. Links A. Links hoch, runter springen. So, noch ein Würfel für uns. Damit sind es nur noch 8. Kommen wir da noch weiter unten? Ja, da kommen wir runter. Aber hier waren wir jetzt fertig, oder? Ja. Ach, ist doch schön. So, noch eins nach unten. Autsch. Nur nicht auf dem Wege. Sondern etwas netter, so. Wobei wir auch einfach hinten runterspringen können. So, jetzt müssen wir den Leuchtturm finden. Glockenturm. Leuchtturm. So, das heißt hier rüber. Und rüber zum Leuchtturm. Garantiert. Mal sehen, wo hier die Botschaft ist. Wahrscheinlich auf dem Steg. Das ist nämlich das Einzige, was wir von der Säule aus sehen. Außer es ist direkt wieder um die Säule herum. So, also von der Säule aus selbst sehen wir nichts. Ja, es ist auf dem Steg. Aber den Steg... sehe ich von hier aus nicht sonderlich gut. Ja, toll. Welche Reihenfolge jetzt? Von der Säule aus betrachtet muss ich oben anfangen mit hoch, dann einem A, einem D, nochmal hoch, wieder ein A. Wieder einmal hoch. D und nochmal hoch. Okay. Das ist ja verhältnismäßig einfach. So, das heißt wieder auf die Säule drauf. Also hoch A, D. Hoch, A, hoch, D, hoch. Bingo. Das heißt, so viel ist nicht mehr. Ja, das Schlimmste wird der Uhrenturm. Okay, als nächstes würde ich sagen, nehmen wir die beiden in Angriff. Dafür muss ich nur den Weg zurückfinden. Nein, da war es nicht. Nexus, genau. Gut, und diesmal bitte richtig machen. Nämlich gleich hier hoch. Und ich glaube, das war dieses Tor hier. Mhm. So, ich will wieder nach da, also muss ich nach ganz unten. Hier rein, glaube ich. Jo.
So, dann bin ich mal gespannt, wo wir... Ich weiß nicht mehr, was das ist. Ja. Du bist keine Hilfe. Da drüben. Ah, von hier aus sehr schlecht zu erkennen, aber ich krieg's hin. Weil zoomen kann ich ja leider nicht. Sieht aus wie links, links. Dann würde ich sagen, zweimal runter. Dann zweimal rechts. Und zweimal hoch. Na, das ist jetzt einfach. Da muss ich nämlich nicht mal drehen. Also. Links, links. Runter, runter. Rechts, rechts. Hoch, hoch. Na. Ja, wir befinden uns auf der Zielgeraden. Nur noch 6 von den blauen Würfeln. So, von hier aus in den Thronraum kommen. Der war hier. Ich frage mich gerade, wo es hier hingeht. Oh, das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Schnellreise in den Thronraum, vom Thronraum. Oh, und wir müssen da hoch. Wie kommen wir nur da hoch? Weil hier geht's weiter, soweit ich weiß, oder? Ja. Ach so, über den Baum hier. Klar. So, hier rein. Ach ja, jetzt fällt mir ein, was das ist. Nur wie stapeln wir das? Ich glaube, ich muss nämlich alle Symbole hier stapeln. Ein paar kriege ich leicht hin. Oder muss ich nur eins davon stapeln, wenn ich Glück habe? Das wollte ich nicht. Hey, aber... Nein. Lass mich in Ruhe. Genau. Bitte hier so absetzen. Und dann brauche ich dich noch. So.
Ja, das wäre... Das eine Muster hier wäre das. Und das Muster wäre das. So, ich könnte auch das Muster da abbilden. Aber ich glaube, ich muss sie in der Reihenfolge abbilden, in der sie da zu sehen sind. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das anstellen soll.